Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute mache ich ganz einfache Blätterteigteilchen gefüllt mit Feta-Käse und Petersilie. Und wie ihr seht, wieder ganz wenig Zutaten. Ich habe hier zwei Rollen Blätterteig, zwei Eier, eine gute Handvoll frische Petersilie, zwei Feta-Käse und ein bisschen Pfeffer. Das war's auch schon. Und jetzt geht's los. Als erstes hacke ich die Petersilie ein bisschen kleiner. Wenn die Petersilie klein ist, dann zerbrösel ich den Feta-Käse. Das geht am besten mit einer Gabel. Da kommt jetzt die Petersilie mit rein. Und wird gut umgerührt. Noch ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer. Da kommt jetzt noch gleich das Eiweiß mit rein von den beiden Eiern. Und das Eigelb werde ich dafür benutzen, die Blätterteigteilchen zu bestreichen, ganz zum Schluss. Aber ich muss hier jetzt erstmal kurz aufräumen, damit das hier sauber ist. Und dann werde ich den Blätterteig ausrollen. So, die Eier trenne ich jetzt. Das Eigelb kommt zur Seite, das wird nachher benutzt. Und von dem Eiweiß werde ich jetzt bis auf einen kleinen Teil alles hier zu der Käsemasse hinzufügen. Ein bisschen lasse ich übrig, das brauche ich dafür, um die Blätterteigteilchen einzustreichen, damit sie besser kleben. Das wird jetzt nochmal gut umgerührt. Das Eiweiß, erstens ist es zu schade, um irgendwie wegzutun, und zweitens hilft es auch so ein bisschen, dass der Käse sich zusammenhält und nicht ausläuft. Das ist natürlich immer abhängig von dem Fettgehalt des Käses, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ganz gut wird, weil ich kann es nicht ab, wenn man irgendwas backt und der Käse läuft auf dem ganzen Backblech aus. Da könnte ich ausflippen. So, das ist auch schon so fertig. Genau. So, jetzt nehme ich ein Messer und teile es erstmal in der Hälfte. Ich würde sagen, 4 ist zu schade. Ich mache mal so. Ich glaube, dass 10 Stücke bei rauskommen. Ja, ein bisschen doof, aber dann mache ich 2 Dreiecke und 6 quadratisch. So, jetzt kommt in die Mitte. Ich nehme die Löffel. Ein bisschen Käse von der Käsefüllung. Ich tue es mal so mittig hin. Die Kanten streiche ich jetzt mit ein bisschen Eiweiß ein, damit sie besser kleben. Und bei den großen, ihr könnt das als Dreieckform machen. Das würde dann so aussehen. Ihr könnt es zum Beispiel auch mit Gabel hier so ein bisschen verschönern. Aber durch das Eiweiß wird der nicht auf, also werden die Teilchen nicht aufgehen. Das hilft immer. Und dann mit der Gabel ein bisschen einpieksen. 1, 2, 3. Da
damit der heiße Dampf austreten kann. So, so würde dann ein Teilchen aussehen. Den Backofen habe ich auf 200 Grad vorgeheizt. Die Formen sind ganz euch überlassen. Wie gesagt, das ist ja Fingerfood, wie es euch am besten passt. Man kann die auch kleiner machen. Man kann sie auch wie die Dreiecke groß machen. Das ist eine gute Form. Ich mache die sehr gerne, wenn Schulveranstaltungen sind. Meine Tochter nimmt die dann gerne mit. Oder auch mal, es ist auch ideal, mal um es ins Büro mitzunehmen. Das kommt eigentlich immer gut an. Schnell gemacht und super lecker. Die fertigen Teilchen streiche ich jetzt mit dem Eigelb ein. Die Teilchen sind jetzt fertig für den Backofen. Den Backofen hatte ich ja schon auf 200 Grad vorgeheizt und jetzt kommen sie rein und bleiben da circa für 15 bis 20 Minuten. Aber natürlich, wie immer, ist das auch backofenabhängig. Ihr müsst halt mal gucken, wenn die richtig schön crossbraun aussehen, goldbraun, dann sind sie auch fertig. So, meine Feta-Blätterteig-Teilchen sind jetzt fertig aus dem Backofen, ganz frisch. Die sind noch heiß. Ich lasse sie jetzt auf dem Blech so 10 bis 15 Minuten abkühlen. Und dann schneide ich sie auch mal auf, damit ihr seht, wie die vom Inneren aussehen. Und ich möchte jetzt auch eins von den Teilchen mal aufschneiden, damit ihr seht, wie das Innen aussieht. Die sind jetzt gut abgekühlt. Und so, schaut mal, auch ein von den Dreiecken. Wunderbar. Richtig lecker, fluffig. Probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.